Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Xcode-Tutorial. Wieder frisch am Start. Entschuldigung, dass ich mich jetzt länger nicht gemeldet habe. Das mit Samstag hat ja super geklappt, wie man gesehen hat. Wahnsinn, dieses Video, wo hochgeladen wurde, nicht. Ja, also Entschuldigung dafür. Dafür jetzt heute mittwochs wieder und dann am Samstag, sodass es eigentlich wieder aufs Gleiche herauskommt. Ja, ein Abonnent von mir, glaube ich, hat mich darauf hingewiesen, dass ich doch mal die 11-Minuten-App verbessern sollte mit dem Wiederholen-Button, wie ich da schon damals angekündigt habe. Und das dachte ich mir, komm, das machst du jetzt als nächstes, dann haust du das raus und dann ist gut. Vorab muss ich aber sagen, unsere 11-Minuten-App ist jetzt nicht so wunderbar programmiert von mir damals. Deshalb kann es auch zu Abstürzen kommen, auch nachdem ich jetzt die Wiederholen-Buttons und so eingebaut habe. Also das ist echt nicht optimal programmiert. Ich bin jetzt aber ganz einfach zu faul, irgendwas Neues anzufangen und fange auf dem Stand von damals an. Ich hoffe, ich habe alles wieder so rekonstruiert, weil ich hatte das Projekt gelöscht. Und jetzt, ich hoffe einfach mal, dass jetzt alle Namen und so wieder gleich sind. Wenn nicht, verzeiht es mir bitte. aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem mit. Also fangen wir an. Wir brauchen erstmal im Storyboard, müssen wir einiges umgestalten, dachte ich mir. Weil das sieht ja hier erstens mal scheiße aus und zweitens, ja, deshalb mache ich mal den Hintergrund. Mache ich wieder schwarz, dass es noch dümmer aussieht. Und die Reaktionszeit mache ich weiß. So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja. natürlich nicht. Wir müssen jetzt hier unseren UI-Image-View haben wir. Okay, ich muss mich auch gerade mal noch ein bisschen zurechtfinden. Dieses Start-Game-Button können wir hier löschen. Beziehungsweise nein, löschen wir nicht, sondern wir fügen einen View hinzu. Ich suche mal einen View. View. Hier, View. Dann haue ich den einfach mal hier oben einfach drauf. Und ja, so passt. Den mache ich jetzt aber auch schwarz. Und den Button Start Game, der kommt jetzt hier rein. Und dazu, genau, habe ich noch ein wunderschönes Bild in meiner abartig geilen Kunst als Designer designt. Und ziehe das mal hier jetzt rein. Zu den zwei vorherigen Bildern, die wir schon haben. Also normal, React Now und Button Pick. Yeah! So. Genau. Jetzt müssen wir nur noch den Button hier nicht mehr Rounded React, sondern Custom. Und Background machen wir jetzt Button Pick. Und die Farbe sieht dann auch ein bisschen doof aus. Die machen wir jetzt mal weiß. So, jetzt haben wir unseren Start-Game-Button. Und ich dachte mir noch, man könnte ja noch so eine Navigationsbar oben hinzufügen. Navigation-Bar. So, da kann ich noch gerade hier... Ist die ganz drin? Naja, egal. Wir können jetzt hier Style-Default... Nein, ich nehme mal das hier. Das sieht einfach besser aus zu dem Thema... Und als Titel teste, da war es weg, jetzt aber, teste deine Reaktion. Heute wird es wahrscheinlich keine 11 Minuten nur dauern, sondern ein bisschen länger, deshalb kann es auch sein, das mache ich in zwei Teilen. Also nicht erschrecken, aber ich hätte es jetzt auch heute nicht so, vielleicht auch besser. So, das war's auf unserem Starter View. Starter View, genau.
Und zum Programmieren ist das jetzt ein bisschen dumm, deshalb mache ich den mal im Hintergrund hin. Und hier haben wir Reaktionszeit. Also nicht wundern, das ist nur im Hintergrund. Ich könnte aber theoretisch. Ach Mann. Ah, ich mal wieder verkackt. Hier Alpha auf 0,0 stellen. Wäre vielleicht besser. Die Navigationsbar ist schon da drin. Aber sie ist. Warum sieht man die? Egal, ich wundere mich über nichts mehr. Wir brauchen jetzt nochmal einen Button und ziehen den hier. Ach Mann, jetzt hat der. Alles läuft schief. Wisst ihr was? Das hier einfach mal. Geh einfach mal weg. So, danke. So, jetzt haben wir hier unseren Wiederholen-Button. Den nenne ich jetzt mal Wiederholen. Und hier können wir auch wieder unseren wunderschönen Hintergrund wählen. Unser Button-Pick und Text-Color wieder weiß. UI-Image-View, das passt alles soweit. Dieser Button, den könnte ich jetzt eigentlich noch größer machen. Aber mache ich nicht. Von dem her. So. Jetzt brauche ich allerdings noch ein Label. Beziehungsweise zwei Labels. Und zwar einfach, dass es ein bisschen schöner wirkt. Darunter. Auf Viereck klicken, Komma, Copy, Paste, einmal darunter. Sobald es grün ist. Punkt. So, das wäre schon mal das da. Was brauchen wir als nächstes? Ich glaube, das war's hier jetzt schon von dem Interface. Hoffe ich. Dann können wir jetzt hier unseren View. Ne, mache ich noch nicht. Ich gehe erst in den ViewController.h-Datei und schau mal, was ich hier habe. Okay. Dann. Reaktionsbild haben wir, Reaktionslabel und Reaktionstimer, Reaktionszeit natürlich. Okay, dann brauchen wir hier erst einmal noch ein IB-Outlet, ein UI-View und den nenne ich jetzt Starter-View. Ist halt einfach ein bisschen übersichtlicher dann sein mit dem ganzen Gedöns. Und den Starter View, dann brauchen wir noch einen Button. Genau. Ups. IB Outlet UI Button. Ah Mann, heute klappt wieder alles wunderbar. Und wenn wir schon bei beschissenen Namen sind, nenne ich den jetzt einfach mal I Reacted Button. IB Outlet UI Button brauchen wir noch mal ein und das soll der Repeat Button sein. Ja, jetzt fragt sich vielleicht einer oder andere, warum brauchen wir IB Outlets für diese Buttons? Die brauchen wir doch nur. Eigentlich brauchen wir da nur IB Actions. Nein, wir wollen ja das Ganze wieder ausblenden und einblenden und ausblenden und einblenden. Deshalb brauchen wir auch IB Outlets. So, dann brauchen wir noch. Haben wir jetzt soweit alles. Ich muss mal überlegen. Kennt mich ja. Genau. Einen Boolean brauchen wir noch. Und zwar, damit wir nicht so cheaten können, brauchen wir noch einen Boolean. Den nenne ich jetzt einfach mal Check Cheat. So, als IB Action brauchen wir jetzt nur noch unsere IB Action
Repeat. Doppelpunkt, ID Sender, passt. Und jetzt kann ich mal auch im Storyboard die ganzen Sachen verbinden. Dazu wie immer hier auf View Controller, dann da oben ganz rechts. Und wir sehen unsere Sachen. Aha, aha, aha. Das passt da soweit. iReacted Button, das ist der Button, bei dem man drauf drückt. Ja? Also der so groß wie das Bild ist. Der Repeat-Button ist der hier und der Starter-View ist das hier. So, jetzt brauchen wir nur noch Repeat. Touch-Up Inside. Und jetzt kann ich auch den View hier wieder herziehen. Wenn man hier auf den View geht und dann ein bisschen hochzieht, dann seht ihr, der Pfeil hier unten ist runtergesprungen. Das heißt, es ist ganz im Vordergrund. Oder auch nicht. Was ist denn da los? Ach doch, natürlich. Ich Idiot, habe natürlich noch auf 0,0. Deshalb mache ich hier mal wieder 1. Und wir sehen unseren Test deiner Reaktion. Ich glaube, ich habe auch noch was gegessen. Ach nee, habe ich verbunden. Okay. Start Game habe ich. Dann müsste das soweit in der H-Datei alles gewesen sein. Das Interface haben wir jetzt auch und ich würde mal sagen, um es ein bisschen spannender zu machen, programmiere ich im nächsten Teil dann tatsächlich die Funktionen, sonst wird der Teil hier zu lang und meine Internet Entschuldigung, Verbindung ist eine Katastrophe. Das dauert ewig, das hochzuladen, das sind jetzt schon wieder 120 Megabyte. Oh, genug zu tun. Ich sag mal, bis Samstag. Samstag kommt dann der zweite Teil. Hoffentlich, wenn alles glatt läuft. Deshalb danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, schreibt es drunter. Wenn es euch gefallen hat, natürlich auch. Gebt vielleicht mal einen Daumen hoch und ja, das war's von mir. Genug geredet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.